Hallo und einen schönen guten Tag. In meinem Intro über ganzheitliche Gesundheitsförderung und Vitalitätssteigerung habe ich euch bereits ein theoretisches Grundverständnis vermittelt, wie ihr eben damit wirksam und nachhaltig eure Gesundheit, euer Wohlbefinden und eure Ausstrahlung positiv beeinflussen könnt. Nun möchte ich euch in diesem Coaching gezielt erläutern, wie ihr Gesundheitsförderung mit dem Vitalisierungskonzept auch praktisch umsetzt, wie ihr das Ganze also tatsächlich lebt. Natürlich kann ich euch nicht versprechen, jedweden Störfaktor und damit verbunden eure Beschwerden gänzlich beseitigen zu können. Je nach ursächlicher Problematik ist eine zusätzliche Therapie erforderlich. Bei körperlicher Einschränkung zum Beispiel physiotherapeutische Anwendungen, so wie eventuelle psychotherapeutische Hilfe bei seelischer Belastung oder anderweitige schulmedizinische Unterstützung. Aber dennoch könnt ihr, egal welche Voraussetzungen euch begleiten, mit dieser nachhaltigen Behandlungsmethode eure Gesundheit fördern und somit eure Vitalität steigern. Ich finde, das ist eine Option, die sich niemand entgehen lassen kann. In diesem Coaching geht es zunächst um die Basisvitalisierung. Und dafür sind drei elementare Gesundheitskomponenten relevant. Das sind die Ernährung, die Bewegung und die Entspannung. Im Miteinander optimieren sie ihre gesundheitsfördernde Wirkung. Sie bilden ein ganzheitliches Konzept, das Basisvitalisierungskonzept. Und dennoch habe ich dieses nicht trennbare Konzept in drei Coaching-Segmente unterteilt. Aus einem einfachen Grund. Im Ganzen wäre es zu komplex. Es wäre nicht zielführend, wenn vielleicht nach der Hälfte meiner Ausführungen eure Aufmerksamkeit schwindet. Jeder einzelne von euch könnte zwar selber den Beitrag anhalten, wann immer er möchte, und später weiterschauen, aber ich denke, so ist es sinnvoller. Dementsprechend habe ich das Coaching zum Basisvitalisierungskonzept in drei Einheiten unterteilt. Erstens Basisvitalisierung Ernährung, zweitens Basisvitalisierung Bewegung und drittens Basisvitalisierung Entspannung. Macht euch bitte unbedingt bewusst, gerade wegen der Unterteilung, dass es ein ganzheitliches Konzept ist, das im Zusammenspiel eine tiefgreifende Synergie bewirkt. Und nun mein Coaching-Beitrag zur Basisvitalisierung Bewegung. Auch die Bewegung ist fundamental. Bleibt in Bewegung. Aktivität bringt mehr Flexibilität und Elastizität in eure Gewebestrukturen und sorgt für einen guten Fluss im Körper. Das verbessert euren Stoffwechsel und damit verbunden die Nähr- bzw. Vitalstoffversorgung und die Schlackenentlastung, sprich Abfallentsorgung. Dementsprechend steigert sich eure Vitalität, körperlich wie mental. Aktivität kräftigt eure Muskeln, Knochen und euer Immunsystem. Das macht euch widerstandsfähiger und demzufolge vitaler. Genauso wichtig ist Gehirnjogging. Fordert euer Gehirn mit anspruchsvoller Bespaßung. Langweilt es nicht. Erweitert euer Wissen mit allerlei. Macht Denksportaufgaben jeglicher Art. Auch euer Mentor muss in Bewegung bleiben, um fit und vital zu sein. Ihr kennt doch alle das Sprichwort. Wer rastet, der rostet. Das gilt gleichermaßen für Körper wie für Kopf. Wie könnte jetzt euer Bewegungsplan aussehen? Als allererste, wichtigste und einfachste Regel: Erledigt so viel wie möglich zu Fuß. Nehmt die Treppe, nicht den Fahrstuhl. Geht Umwege, nicht immer den direkten Weg.
seid auch bei Wind und Wetter zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs. Das alleine reicht natürlich nicht aus. Aber mit zusätzlichen Sportaktivitäten unterstützt ihr aktiv eure Gesundheitsförderung. Vorausgesetzt, ihr übt euren Sport regelmäßig aus. Dazu tragt euch feste Zeiten in euren Kalender ein, mit Priorität. Ob ihr das Training jetzt komplett allein absolviert oder lieber in einer Gruppe bzw. einem Studio, das liegt ganz bei euch. Richtet es so ein, wie es für euch am angenehmsten ist, damit ihr es auch kontinuierlich ausführt. Hervorragend wäre, wenn ihr mindestens 3 bis 4 Mal pro Woche trainiert und auf insgesamt 3 bis 4 Stunden kommt. Ein optimales Körpertraining beinhaltet Ausdauersport, Faszienstretching und Muskelaufbau. Wobei ihr die unterschiedlichen Sportarten nicht in einer Trainingseinheit absolvieren müsst. Ihr könnt jede einzelne für sich an einem anderen Tag durchführen. Wichtig ist, dass ihr alle 3 über die Woche verteilt anwendet. Für jede dieser 3 Sportrichtungen sucht euch eine aus, die euch Spaß macht. Ihr fragt euch vielleicht, warum ihr gleich 3 verschiedene Sportarten treiben sollt und nicht einfach eine mit der gleichen Intensität wie 3? Also vorweg, eine ist natürlich besser als keine. Aber mit diesen unterschiedlichen Aktivitäten trainiert ihr verschiedene Körperbereiche und könnt so auch in größerem Umfang positiv auf eure Gesundheit einwirken. Die Kombination Ausdauer, Stretching und Aufbau umfasst bestmöglich eure gesamte Körperstruktur. Auf diese unterschiedlichen Aktivitäten möchte ich jetzt gerne etwas genauer eingehen und beginne mit dem Ausdauersport. Ausdauertraining hat in erster Linie Einfluss auf das Herz-Kreislauf-System. Ihr kräftigt damit euren Herzmuskel und macht ihn belastungsresistenter. Zudem stärkt ihr euer Gefäßsystem, haltet es elastisch und frei von Ablagerungen. Ein gesundes Herz-Kreislauf-System dient jedoch nicht nur dem Eigenschutz. Es schützt euch generell vor etlichen Begleitsymptomen, wie etwa Atemnot, Leberschwellung oder Nierenschwäche als Folge von Wassereinlagerungen. Aber auch Sehstörungen bzw. Hörverlust und Schmerzzustände aufgrund von Durchblutungsstörungen können verhindert werden. Mitunter bleibt es nicht bei dieser Symptomatik, sondern schafft weitere Erkrankungen. Tut etwas dagegen. Ausdauertraining wirkt nicht nur in Bezug auf das Herz-Kreislauf-System gesundheitsfördernd. Nebenbei provoziert Ausdauersport auch direkt euer Immunsystem. Ein Abhärtungstraining, das eure Abwehr stärkt. Außerdem wird euer Stoffwechsel angeregt, der allgemeinhin für eine gute Funktionsweise in unserem Körperinneren vonnöten ist und obendrein über das Schwitzen für eine verstärkte Ausscheidung von Schlacken sorgt. Schlacken, das ist die umgangssprachliche Bedeutung für Stoffwechselendprodukte und diverse Schadstoffe. Ausdauersport stärkt prinzipiell eure Fitness. Wählt ein Training, das euch gefällt. Die Auswahl ist groß. Spontan fallen mir dazu ein, Joggen, Walken, und zwar richtig, Schwimmen, damit meine ich Bahnen ziehen, zügiges Radfahren, Aerobic und Indoor-Trainer wie Ergometer, Laufband oder Rudergerät. Eine sehr gute Kombination ist natürlich Sport und frische Luft. Solltet ihr die Möglichkeit dazu haben und eure Sportart erlaubt es euch, draußen zu trainieren, dann achtet unbedingt darauf, saubere Luft einzuatmen und nicht Abgase oder dergleichen. Das bedeutet, absolviert eure Sporteinheit nicht direkt an einer befahrenen Straße.
Ansonsten könnt ihr besser in geschlossenen Räumen trainieren. Vielleicht bei weit geöffnetem Fenster, wenn es die Umweltbedingungen zulassen. Ihr wollt ja einen gesundheitlichen Nutzen erzielen und keinen gesundheitlichen Schaden. So, als nächstes geht es um Stretching. Stretching wirkt sich primär auf eure Faszien aus. Faszien, das sind bindegewebsartige Strukturen, die sich durch euren gesamten Körper ziehen, eure Muskeln, eure Organe umhüllen und alles miteinander verbinden. Auch so ist euer komplettes Inneres in ständiger Kommunikation untereinander und bildet eine komplexe Einheit, in der sich alles gegenseitig bedingt. Aus verschiedenen Gründen, insbesondere Bewegungsmangel, können die bindegewebsartigen Strukturen verhärten und verkleben. Das macht sich dann mit Störungen unterschiedlichster Art und in unterschiedlichsten Körperregionen bemerkbar. Eine Verletzung im Fußbereich beispielsweise kann aufgrund einer länger andauernden Schonhaltung und damit einer Körperfehlstellung zu Verhärtung und Verklebung im Nackenbereich führen und darüber hinaus immer wiederkehrende Kopfschmerzen auslösen. Klar ist, dass die ursächliche Fußverletzung behoben werden muss. Aber ihr könnt ganz gezielt parallel die Begleiterscheinung Kopfschmerz beheben, indem ihr mit Stretching die Verhärtung und Verklebung im Nackenbereich löst. Eure Faszien werden wieder elastischer und flexibler. Das wirkt sich lockernd und entspannend auf eure gesamten Körperstrukturen aus. Alles wird geschmeidiger. Faszienstretching fördert insgesamt eure Beweglichkeit. So sorgt ihr für einen guten Fluss in eurem kompletten Organismus und somit einen gut funktionierenden Stoffaustausch im Zwischenzellgewebe. Damit ist eine verbesserte Nährstoffzufuhr wie gleichermaßen gute Schlackenentlastung verbunden und fördert eure Vitalität und Gesundheit. Welche Stretching-Methode ihr anwendet, liegt ganz bei euch. Jegliche Dehnungsübung, die euren gesamten Körper einbeziehen, sind ideal. Zum Beispiel Pilates, Gymnastik und natürlich gezieltes Faszientraining. Dabei solltet ihr eure Faszien stretchen, also dehnen, und nicht mit einer Faszienrolle plattwalzen. Aber auch Yoga, hier mit Schwerpunkt auf das Körperliche. Und sogar Bodybuilding, solange es sich dabei nicht auf einzelne Muskeln beschränkt, sind sehr geeignet. Apropos Muskeln. Muskelaufbau. Mein nächster Punkt bezüglich Bewegung. Muskeln verleihen euch Stabilität, Beweglichkeit und Stärke. Eine gesunde Muskulatur schürt eure Lebenskraft. Sie macht euch robust, agil und leistungsfähig. Im Gegenzug braucht sie von euch Baustoffe wie Eiweiß, aber auch Energie, und dafür verwertet sie Zucker und Fett. Was für ein genialer Austausch, der für euch nur von Vorteil ist. Muskeln machen euch nicht nur widerstandsfähiger, sondern auch schlanker. Sie vernaschen eure Fettdepots und schützen euch so vor schwerwiegenden Begleit- und Folgeerkrankungen von Übergewicht, beispielsweise den Stoffwechselstörungen, allen voran Diabetes, aber auch Gicht. Auch Beschwerden des Bewegungsapparates, wie zum Beispiel Hüft- und Kniearthrosen, sind dem Übergewicht geschuldet. Eure Muskulatur trägt einen großen Teil zu eurer Gesundheitsförderung und Vitalitätssteigerung bei. Muskelaufbau bedeutet mehr Kraft, auch mehr Widerstandskraft. Für Krafttraining steht klassischerweise das Bodybuilding. Wahrscheinlich habt ihr gerade diese typischen, super durchtrainierten Muskelhelden vor eurem geistigen Auge.
Dahingehend muss euer Bodybuilding natürlich nicht ausarten. Es darf auch moderater bleiben. Dafür könnt ihr entweder mit eurem eigenen Körpergewicht arbeiten oder ihr trainiert an entsprechenden Geräten. Rudern wäre auch eine Option. Beim Rudern werden fast alle Muskeln beansprucht. Es eignet sich somit hervorragend als Muskeltraining, nicht nur als Ausdauersport. Das macht Rudern zu einem idealen Kombisport, Ausdauer und Aufbau in einem. Generell gilt auch hier wieder, sucht euch eine Trainingsmethode aus, die euch Freude macht und möglichst eure gesamte Körpermuskulatur beansprucht, außer ihr wollt gezielt Muskeln aufbauen. So viel zur körperlichen Bewegung. Wie ich vorhin bereits gesagt habe, müsst ihr auch euren Mentor, euer Gehirn in Bewegung halten. Wenn ihr einen gedankenvollen und zugleich abwechslungsreichen Beruf ausübt, habt ihr schon eine Menge gewonnen. Ansonsten sucht euch eine geistreiche Beschäftigung, die euer Köpfchen fordert. Dafür müsst ihr nicht unbedingt schwere Literatur wälzen oder mathematische Rätsel lösen. Auch Kreatives jeglicher Art spornt euer Gehirn immer wieder von Neuem an. Unter Kreatives verstehe ich, neben den klassischen Varianten wie Malen, Zeichnen, Basteln, Werken etc., zum Beispiel eine Sprache erlernen, sich mit Computerprogrammen beschäftigen, beispielsweise Bildbearbeitung. Wofür hat man denn die vielen Fotos? Ihr könntet auch schreiben, muss ja nicht gleich ein Buch werden, aber vielleicht kreiert ihr Sprüche und Gedichte. Oder wie wäre es mit Schachspielen? Was auch immer ihr auswählt. Es geht darum, euer Gehirn immer wieder mit neuen Aufgaben zu fordern. So erweitert es ständig seine Nervenverknüpfungen und bleibt in Bewegung. Auch das bedeutet Gesundheitsförderung. Damit beugt ihr insbesondere den geistigen Erkrankungen vor, unter anderem Demenz. Lasst euch was einfallen, was euren Kopf so richtig schön zum Rauchen bringt. Das waren meine Coaching-Ausführungen zum Thema Bewegung. Im Vergleich zur Ernährung weitaus kürzer, was nicht bedeutet, dass sie in dem Maße weniger wichtig wären. Ernährung ist einfach wesentlich komplexer. Da für ein tiefgreifendes, synergetisches Wirkprinzip, das Miteinander unterschiedlicher Elemente entscheidend ist, schaut euch unbedingt auch mein Coaching zur Basisvitalisierung Ernährung und Basisvitalisierung Entspannung an. Ernährung, Bewegung und Entspannung sind eure drei elementarsten Gesundheitskomponenten. Sie bilden das Basis-Vitalisierungskonzept. Ein Konzept, das ihr ohne größere Schwierigkeiten tatsächlich umsetzen könnt, weil es um nichts weiter geht, als die naturgegebenen Bedürfnisse eures Organismus zu erfüllen, die ihr obendrein ohne Probleme eurem individuellen Lebensrhythmus anpassen könnt. Ihr müsst es nur machen. Das Basis-Vitalisierungskonzept steht für eine ganzheitliche Gesundheitsförderung und Vitalitätssteigerung, die sowohl körperlich als auch geistig euer Wohlbefinden positiv beeinflusst und euch eine besondere Ausstrahlung verleiht. In diesem Sinne, lebe dich gesund!